Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich stelle mir gerade vor, wir hätten nicht das Jahr 2019, sondern wir wären hier, damals hat es den Landtag noch nicht in dieser Form gegeben, gab es noch eine Ständeversammlung, wir wären irgendwann im Jahr 1860 hier in Mecklenburg-Schwerin damals. Und dann hätten wir eine Debatte geführt darüber, wie sich dieses Land möglicherweise weiterentwickelt, vor dem Hintergrund, dass auch in Mecklenburg-Schwerin und in Mecklenburg-Strelitz die Eisenbahn kommt. Und dann wären Äußerungen gekommen, wie heute hier von Seiten der AfD, man sollte doch das Geld, das man für den Ausbau der Eisenbahn bräuchte, vielleicht besser irgendwo in die vielleicht bei Mecklenburg-Schwerin nicht vorhandenen Kolonialgebiete in Afrika oder Asien schicken, da wären sie dann dort besser aufgehoben, anstatt das Geld auszugeben. Dann hätten wir, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dann hätten wir nicht nur dem Bismarckschen Spruch Genüge getan, dass hier alles 50 Jahre später stattfindet, dann hätte es hier überhaupt nichts gegeben. Dann hätte es überhaupt keine Art von industrieller Entwicklung in einem ohnehin sehr stark agrarisch geprägten Land, ich nenne es jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern, das geht mir etwas einfacher über die Zunge als die ehemaligen Fürstentümer hier, dann hätte es überhaupt keine industrielle Entwicklung gegeben und die Leute würden hier anders als in dem Rest von Deutschland möglicherweise noch mit der Kutsche durch die Gegend fahren. Das ist, um es auf den Punkt zu bringen, die Zukunftsvorstellung, die die AfD heute in Bezug auf Energiewende vorgetragen hat. Das und nichts anderes. Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, es heißt zwar nachdenken, aber man sollte es vorher tun. Und deswegen bleibe ich dabei, wenn wir dieses Land entwickeln wollen, und das habe ich gestern gesagt und das sage ich auch gerne in weiteren Reden, dann geht es darum, dass wir dort in den Bereichen, wo wir tatsächlich Chancen haben, wo wir Ressourcen haben, und die sind in diesem Land ohnehin nicht sehr ausgeprägt, dass wir diese Chancen auch tatsächlich für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nutzen müssen. Und ich sage es hier in aller Deutlichkeit, wir liegen trotz einer sehr guten Entwicklung über die letzten 15, 20 Jahre insbesondere im Bereich der Industriearbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern immer noch deutlich unter, nicht nur unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, sondern auch unter dem Durchschnitt vergleichbarer Flächenländer. Ich habe das gestern angesprochen mit Schleswig-Holstein. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Pegel hat dankenswerterweise auf die Studie, die meine Fraktion vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben hat, schon mal Bezug genommen. Es ist ja nicht nur deutlich geworden, dass in dem Bereich erneuerbaren Energien, insbesondere Windenergie, ein entsprechender Zuwachs an Arbeitsplätzen in der gewerblichen Wirtschaft und der Industrie in diesem Land stattgefunden hat, den es gilt auszubauen und zumindest zu sichern, sondern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch das sollte eigentlich kein Geheimnis mehr in Mecklenburg-Vorpommern sein, es sind Arbeitsplätze, in denen gut bezahlt wird. Völlig egal, auch wenn ich es bedauere, wenn sie nicht tarifgebunden sind, die einen oder anderen, aber selbst die nicht tarifgebundenen Unternehmen zahlen immer noch deutlich höhere Löhne als in vielen, vielen anderen Bereichen dieses Landes. Und wenn wir eine wirtschaftliche Entwicklung wollen, dann ist die Energiewende der wirtschaftliche Ansatz dafür. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dann kann es eben nicht sein, dass man sich hier hinstellt und sagt, wir wollen Milliarden irgendwo anders hingehen, weil es interessiert uns eigentlich gar nicht, wie das Land sich entwickelt. Nein, ich sage es Ihnen in aller Deutlichkeit, mir geht es hier auch insbesondere um gut bezahlte Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern, weil das ist die Chance, die wir haben. Wir brauchen diese Arbeitsplätze. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, natürlich, und da bin ich auch dem Kollegen Lisko Junior, sage ich jetzt mal, ist im Moment nicht da, dankbar. Das, was er gesagt hat, dass nämlich gerade die Frage einer Wasserstofftechnologie ein durchaus lohnenswerter und industriell auch interessanter Ansatz für dieses Land ist, ist doch nicht falsch.
Ganz im Gegenteil. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass die norddeutschen Bundesländer auch eine gemeinsame Wasserstoffinitiative gegründet haben, eine gemeinsame Wasserstoffstrategie auch entwickeln wollen. Und deswegen ist es doch auch richtig, wenn unter anderem auch unsere Ministerpräsidentin in Berlin die Tage das nochmal deutlich gemacht hat, dass man diese Chancen eben nicht kaputt machen darf. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bestreite doch an dieser Stelle gar nicht, dass die Strompreise auch gerade hier zu hoch sind, sehr geehrte Frau Kollegin Kröger. Das ist doch auch das, was die Ministerpräsidentin in Berlin gesagt hat. Es kann nicht angehen, dass in den Regionen, wo der Strom produziert wird, da sind wir völlig d'accord, es kann nicht sein, dass in den Regionen, wo der Strom produziert wird, dann tatsächlich dann dass auch der wirtschaftliche Nutzen nicht generiert werden kann, weil eben die Energiekosten zu hoch sind. Und das ist doch keine SPD-Erkenntnis, das ist keine Erkenntnis der Fraktion Die Linke. Das sind genau die Worte, die der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther gesagt hat. Wir sind momentan mit den Strompreisen dabei, unsere eigene industriepolitische Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien kaputt zu machen. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist dieses Thema doch so wichtig. Wir brauchen diese wirtschaftliche Entwicklung für Mecklenburg-Vorpommern. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, einen Satz gönne ich mir am Ende noch mal. Sie sollten sich vielleicht in der Fraktion der AfD mal einig werden, was Sie wollen. Gestern hat der AfD-Abgeordnete Jürgen Strohschein gesagt, wir brauchen mehr CO2 in der Atmosphäre. Und heute höre ich dann, das wäre doch alles gut, das wäre doch ohnehin schon so gemindert worden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.